Aber was soll es helfen, wenn man sich Öl auf die Stirn tropfen lässt? Also ich bin so ein bisschen skeptisch und Sie war es ja durchaus auch. Dr. Helene Atala ist bei uns aus Österreich, Fachärztin für Innere Medizin, Allgemeinmedizinerin, aber eben auch Spezialistin für Ayurveda-Medizin. Ich hätte gedacht, das ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Nein, ist tatsächlich gar kein Widerspruch. Es ist eine wunderbare Ergänzung dieser zwei Lehren. Also ich sage immer, die Schwächen der einen gleicht sozusagen die Stärke aus. Und das ist einfach eine wunderbare Kombination, um einfach Patienten besser helfen zu können. Und es gab ja leider auch einen Grund, wie es dann also zu Ayurveda ging für Sie. Und zwar waren das jahrelang stärkste Kopfschmerzen und Migräne. Wie war das und mit welchen Symptomen? Ganz genau. Also ich hatte die bekommen während des Studiums, hat sich dann während meiner Ausbildung fortgesetzt und ich hatte teilweise mehrmals die Woche mit ganz, ganz schlimmen Attacken und ich habe mir selbst sehr viele Medikamente verabreicht. Mhm. Hätte ich die nicht selbst verabreichen oder mir rezeptieren können, ja, dann hätte ich die sicher so häufig gar nicht bekommen, wie ich die gebraucht habe. Also ich war wirklich sehr, sehr ausgeprägt und ich hatte in der Schulmedizin alles durch an Medikamenten und Therapieoptionen, die es gab. Mhm. Und dann hat Ayurveda geholfen. Inwiefern? Ja, also ich bin dann sozusagen per Zufall durch meine Mutter, die mich da zum Vortrag geschleppt hat und ich ja äußerst skeptisch war, aber sie gesagt hat, du musst halt auch ein bisschen auf deine Ernährung schauen und kannst nicht immer nur lernen und arbeiten. Und ja, da sollte sie recht behalten. War dann sozusagen Patient, hat wirklich 2 Jahre gedauert. Da hatte ich sehr viel umstellen müssen an Ernährung, auch gewisse Gewohnheiten, vielleicht auch ein bisschen der Umgang mit mir selbst, gewisse Charakterzüge und Einnahme von Kräuterpräparaten. Und ich kann auch wirklich sagen, ich bin migränefrei und das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Das glaube ich. Gut, ich meine, in einem Studium ernährt man sich nie sehr gut. Dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich auch klar. Wir wenden uns jetzt aber mal dem Ayurveda zu. Wir haben es eben schon kurz gesehen, es gibt 3 Typen. Könnten Sie jetzt quasi auf Anhieb sagen, welcher Typ ich bin von diesen 3? Nein, also da braucht man einfach schon ein bisschen Informationen auch über das Gegenüber. Das heißt, da kann man einen Test machen. Mhm. Der besteht aus sehr vielen Fragen zu gewissen Körperfunktionen, aber auch eben Charaktereigenschaften, Krankheitsneigungen. Und dann kann man bestimmen als Arzt, was für Dosha vorherrschend ist. Das heißt, es ist einfach auch wichtig zu sagen, dass alle 3 Doshas in uns vereint sind. Es ist einfach die unterschiedliche Ausprägung, die individuelle. Den Test haben wir für Sie auf ardbuffet.de hinterlegt. Nochmal im Schnelldurchgang. Diese 3 Typen gibt es und Sie haben das ja auch per Grafik uns mitgebracht. Da gibt es also einmal, da erkenne ich mich schon wieder, auf der Couch liegen und Kuchen essen, ne? Ja, ganz genau. Das ist so der Kaffertyp, der vereint die Elemente Erde und Wasser. Und das sind so sprichwörtlich wirklich geerdete Typen, die neigen auch leichter zu Masseansammlung, das heißt auch leichter zu Gewichtszunahme und den typischen damit einhergehenden Erkrankungen, das heißt auch erhöhte Neigung zu Diabetes. Und die brauchen halt einfach ganz andere Ernährungsempfehlungen als jetzt auch ein Vata- oder ein Pitta-Typ. Vata oder Pitta haben wir auch beide noch vorliegen. Ja. Einmal Pitta, der Tennisspieler, die Tennisspielerin. Ja. Genau, das heißt, Pitta-Typen, die haben sozusagen sehr viel Feuer in sich. Das sind so ein bisschen auch, man könnte sagen, cholerische Typen und sehr leistungsorientiert auch. Und wenn das Feuer zu viel wird, dann neigen diese Menschen typischerweise zu Entzündungen. Interessanterweise haben die auch dann so die Neigung zu scharfen Essen, was eigentlich sozusagen ein bisschen kontraproduktiv weil ist, wenn weil die es noch wieder scharf die essen, Hitze und die Schärfe anfeuert und dann sozusagen Entzündungen noch fördern können. Mhm. Und Typ 3 war dann Pitta? Vata. War dann, genau. Ich wollte aufpassen. Der ist halt so dieser... Man könnte auch das beschreiben mit Luftikus, so ein bisschen wenig eben, das Gegenteil von Kapha, weniger geerdet, weniger massig. Das heißt, das sind die Menschen, die auch, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Manchmal werden sie auch ein bisschen beneidet, die gar nicht so leicht an Gewicht zunehmen, egal was sie essen.
Und das ist vielleicht so ein positiver Aspekt. Der negative Aspekt ist halt einfach, dass sie öfter sprichwörtlich oder leichter die Bodenhaftung verlieren. Das heißt, die Neigung zu Erkrankungen im neurologischen Bereich, also Nervenkrankheiten, psychiatrische Erkrankungen, ist sozusagen der Watter-Typ einfach hier, hat mehr die Neigung dazu. Also wir merken schon, es hängt natürlich wie immer alles zusammen. Und wie sich das dann im Körper auswirkt, kann man sich schon vorstellen. Ne? Das eine bedingt das andere. Wo liegen denn dann aber vielleicht die Grenzen des Ayurveda? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich würde erst mal sagen, die erste Grenze ist in der vielleicht fehlenden oder mangelnden Mitarbeit jetzt auch von Patienten. Das heißt, wenn der sagt, ich mag aber ganz gerne meine Gewohnheiten und meine Essensweise und meine Lebensweise und ich habe jetzt da auch nicht so viel Interesse dran, das zu ändern, dann ist das auch legitim. Ja, bei uns in Franken sagt man, es ist wie dem Ochs ins Horn gepetzt. Ja, dann muss man auch sagen, also da hat Ayurveda vielleicht durch Kräuterpräparate einnehmen so ein bisschen eine Wirkung, aber es wird sicher nicht nachhaltig oder ursächlich sein. Und die Schulmedizin ist natürlich bei vielen Erkrankungen auch unvermeidlich. Ganz genau. Und die nächste sozusagen Limitation, würde ich einfach sagen, ist auf jeden Fall sämtliche Akuterkrankungen. Das heißt, Ayurveda ist keine Akutmedizin, auch nicht bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und auch sicher nicht bei bösartigen Erkrankungen, also bei Krebserkrankungen. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass hier Ayurveda ergänzend arbeiten kann bei gewissen Symptomen wie Nervenschmerzen von Chemotherapie, aber sicher nie als Ersatz für die Schulmedizin. Dr. Helene Atala hat noch einen speziellen Service für Sie, und zwar eine kleine telefonische Beratung nach unserer Sendung, also kurz nach 12 am Telefon für alle Fragen, die jetzt darüber hinaus noch entstehen. Also nehmen Sie dieses Angebot wahr. Vielen Dank schon mal für den Besuch.